Somit hallo und herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Wir haben hier aufgehört, nachdem wir einen Vogel befreit und jeglichen anderen Mist gemacht haben. Und gucken wir uns hier noch um. Was ist hier? Er steht auch vorher raus, Joko, das auch ausgesperrt, Kollege. Hallo, ich jobbe hier, um mehr über Modetrends zu lernen, aber das Leben ist sehr kompliziert. Okay. Ah, hier sind die drei Mädels, mit denen brauchen wir nicht sprechen. Ja. So. Ich muss nochmal das Filet abgeben. Wir haben viel Dinge Glück gemacht. Auch ich bin deswegen hier. Mein Traum ist eines Tages ein eigenes Restaurant zu besitzen. Weil ich habe, glaube ich, im letzten Part das Stück abgegeben. Aber ich habe dann, weil ich mit einem Emulator spiele, aus Versehen nochmal die Datei geladen. Und musste alles nochmal neu machen. Und wir geben es halt dann nochmal in dieser Folge ab. Ich habe diese Kneipe zwar schon sehr lange, aber jetzt reicht. Ich bin es leid, Unverschämte und vorlaute Idioten zu bedienen. Okay. Also das war der Kneipenbesitzer. So, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Warte, oder war der hier in der Bude noch? Ich weiß es nicht. Tom, hier ist er. Geben wir dir das doch nochmal gleich. Möchtest du das anwählen? Ja, ausgerüstet. Und einmal hier das Abwehrelixier. Ja, Abwehrelixier getrunken. Abwehr steigt um 1. So. Dann reden wir noch. Mann, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch einmal kosten. Sicher. Bitte schön, das Filet ist von der Goldküste. Goldküste habe ich noch nie gehört. Ah ja, egal. Lass mich probieren. So. Dann ist es jetzt erstmal egal, weil da wiederholt er sich und gibt am Ende wie immer 100 Taler. Vielen Dank für diese Köln. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nie ist als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ark erhält 100 Taler. So. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch weiter die weiterentwickelte Stadt an. Namens Liberita. Aufgrund seines Erfolgs sind viele Künstler gekommen, aber zum Erfolg gehören Fleiß und harte Arbeit. Hier ist Sam. Er hat ja das Telefon. Jedermann wird Telefon ordern. Ich bin ein glücklicher Mensch. Das Telefon wird das Leben der Menschen grundlegend verändern. Ja. Der Fortschritt kennt keine Grenzen. Das macht mir Angst. Ja. Die Nachfrage nach Telefon steigt von Stunde zu Stunde. Telefon und Elektrizität verbinden Menschen weltweit. Ja, das war auch das Ziel, glaube ich. Und hier ist Sams Schlafzimmer. Hallo, Sam hat mir einziges... über dich erzählt. Wie bitte? Hat er dir nichts darüber erzählt? Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft, doch das Telefon verbindet uns. Danke. Wir sind hier. Okay. Zwinker, zwinker. Okay. Er hat eine neue Freundin, dann freue ich mich ja auch für ihn. Und hier ist John. Er erforscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Dinge. Wir helfen ihm bei seinen Studien. John ist im ersten Stock. Er muss wohl wegen seiner Experimente sehr müde sein. Da sitzt er noch vor der Glotze. Ich bin beunruhigt darüber, wie die Elektrizität das Leben verändert. Vielleicht stiehlt sie die Güte der Menschen wie der Kerze das Licht. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Ich hoffe ich. Ja, wir haben viel beigetragen. Das sehen wir ja gerade schon. Alle Kinder sind bezaubert und auf ihre Art sehr anständig. Das Kinderheim von Liberita ist auch groß geworden. Und sogar eine Nanny haben sie jetzt. Ich kam als Lehrer, aber alle sind total beschäftigt, das ist das Problem. Aber das ist ein Zeichen von guter Gesundheit. So, den Kindern, glaube ich, können wir hier nichts machen. Ich werde jetzt auch nicht mit dem Einzelnen hier reden, das wäre jetzt viel zu lange. Auch wenn das schon, was ich hier tue, viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist Sam gewesen. Ja. Liberida. Hier waren wir schon, ne? Yep. Ah. Das war eigentlich soweit schon fast Liberita gewesen, ne? Somit haben wir eigentlich alles getan für Liberita. Die ist maximal ausgelastet, die Stadt. Und wir können glücklich sein über unseren Erfolg, diese Stadt. Mit Fleiß und Mühe wiederhergestellt zu haben. Okay, was heißt wiederhergestellt zu haben? Wir haben sie einfach weiterentwickelt. So.
Jetzt aber gehen wir einmal noch zu Will. Ich meine, der hat nämlich noch was für uns. Hoffe ich zumindest. Wir müssen erstmal dafür nach Seeheim hier wieder. Und was, ich hoffe, ergibt es uns auch. Weil das ist für die andere Stadt sehr wichtig. Arg, es gehört dir. Drücke A, um zu starten. Im Flugdruck kämpf L für Tiefe. Mit Epsilon-Schleiß. Um zu starten, musst du Tiefe fliegen und auf A. Okay, nee. So gibt er uns das nicht. Wir müssen eigentlich nochmal zurück noch zur Goldküste. Weil dann gibt es was Feines für uns. Und hoffe, dass ich es richtig mache, weil das wäre eigentlich nur Zeitfresserei. Ich will jetzt so gut es geht hier alles vorantreiben. Die restlichen Minuten. Ach ja, und was noch ist, wir müssen nochmal zurück nach... Oder warte, wir fahren erstmal hier. Zurück. Und zwar erstmal zur Goldküste, dann quatschen wir nämlich mit denen. So. Muss man triggern, glaube ich, so. Richtig arschig, sag ich mal. Weil sonst geht das nicht. Das ist eigentlich nur hin und her rennen. Dann gehen wir nochmal nach Arola, weil da gibt es nämlich auch noch was, was wir machen können. So, wir sind wieder in Australien. Gut, hiermit in die Goldküste. An der Goldküste. So, nicht in die Goldküste, an der Goldküste. So, jetzt müssen wir erstmal mit ihm sprechen, ne? Ob ich mich richtig entsinne, weiß ich nicht. Als ich dir das Filet gab, fiel mir etwas auf. Das Fleisch ist zwar gut, doch ich muss es per Schiff verschicken. Bis es ankommt, wird es schlecht sein. Was soll ich nur tun? Ja, und da haben wir jetzt das Problem. Machen wir jetzt eigentlich ganz einfach. Wir müssen eigentlich... War das hier? Ja. Müssen wir jetzt mit denen mal reden. Selten bekommen wir Besuch, das ist schwer erreichbar. Es gibt Flugmaschinen, die uns befördern können. Wie nützlich. So. Wir machen uns täglich Gedanken, wie man die Stadt bekannter macht. Es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut, die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besucher. Ich frage mich, warum? So. Wenn wir hier mit den Leuten geredet haben, gucken wir mal. Worüber reden die Leute den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn nicht so viele Fremde heuer kommen würden. So. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Arola. Arola, hey. So. Und wer ist das hier an der Stelle gewesen? Weil hier mussten wir jetzt mit denen quatschen. Hat er ja schon gesagt, wir Flugmaschinen gibt es. Und ich bin blöd gewesen, saublöd. Und zwar, wie ist mit der Medizin? Um darauf zurückzukommen, sie entwickelt sich von alleine. Also, wir müssen die Stadt nur auf, sag ich mal, volle Auslastung bringen und dann entwickelt sich die Medizin von alleine. Also, wir müssen nicht mal irgendwelche Kräuter suchen. Habe ich herausgefunden. Ich habe es eigentlich mal offscreen versucht zu finden und habe mit denen nochmal geredet. Und ja, toll. Hast du gut gemacht, Morion. Ja, dann entwickelt sich die Medizin selber, dass wir das Mittel an uns nehmen können. Weil kriegt man Fiebermittel. Ich zeige es euch jetzt. Ich habe es nämlich nicht mehr gemacht. So, die ist nämlich auf 100% jetzt die Stadt. Brauchst du ein Fiebermittel? Natürlich. Ein Fiebermittel? Kann ich etwas davon haben? Hier, wenn jemand an Fieber leidet, gib ihm davon zu trinken. Arg erhält das Fiebermittel. Wofür ich das brauche, weiß ich noch nicht. Noch nicht. Aber wir werden schon sehen. So, wir haben die Stadt auf 100% nämlich hier. Das ist nämlich auch von Vorteil. Was wollte ich jetzt noch? Ach ja. Wir müssen jetzt nämlich wieder zurück. So. Weil mehr können wir auch nicht mehr machen. Erstmal in der Stadt, hoffe ich zumindest. Und warte, dass sie sich weiterentwickelt. Weil die wird jetzt nicht so modern, sag ich mal, vom Aussehen. Sie wird mehr so dörflich bleiben, wie es jetzt schon war. Aber schlimm ist es ja nicht. So. Seeheim ist auch noch in Ordnung. So. Jetzt müssen wir nämlich hier wieder hin zurück. Ist jetzt ein bisschen gerettet in diesem Part. Ich würde euch gerne so viel zeigen, wie es geht in dem Spiel. Also das, was ich noch weiß, würde ich gerne zeigen. Und wenn Leute es gerne möchten,
dass ich die Städte, also ich versuche sie auf jeden Fall alle auf Maximum zu bringen, die Städte. Und hoffe, dass es euch gefallen wird. So, dann reden wir mit... Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte, wenn du jetzt eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistert, dann gib dort diese Landebahnskizze ab. Wo können selbst weit entfernte Länder leicht erreicht werden? Tust du mir diesen Gefallen? Sicher, sicher, du kannst mir die Skizzen anvertrauen. Du tust es? Toll, ich verlasse mich auf dich. Mark erhält die Landebahnskizzen. Super, genau die wollte ich doch. Har, har, har. So. Jetzt können wir nämlich zurück. Ihr müsst jetzt auch, ich heiße Heinz, ich beobachte, es wird schwierig werden, die Trinkmenschen, aber sie müssen sich die neuen Gegebenheiten. Wenn die Gesetze geändert werden, kann sich die Stadt entfalten. Das ist 10%. Hier müssen wir nämlich auch noch die Prozente hochtreiben, aber ich weiß nicht, wie wir das genau machen. Wenn ich was kann, immer froh gerade. Es tut mir leid. Warum bremst du jetzt immer ab, Ark? Ist irgendwas kaputt jetzt an meinem Controller endgültig? Hat er jetzt endgültig den Geist aufgegeben? Hoffe ich nicht, weil dieses Let's Play geht noch einige Zeit. So, und jetzt müssen wir wieder zur Goldküste zurück. Ja, ich weiß, es nervt. Ich weiß nicht, können wir Liotto auch noch entwickeln? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, da war auch kein Heinz. Wo kein Heinz ist, können wir auch keinen... keinen Fortschritt erbringen, sag ich mal, in Anführungsstrichen. So, aber jetzt weiß ich nicht, wo das Fiebermittel hin muss. It's so fucking genius. Ja, dann gucken wir mal. Bring die Landebahnskizze hier nach Australien. So. Hier ist... Nee, das möchte ich nicht. Nein. Möchtest du was anwenden? Ja, ausgerüstet. Super. Super. So. Hier war das, glaube ich. Mit wem wir jetzt reden müssen, weiß ich nicht. Was? Was hast du da? Was? Kann man damit Landeplätze für Flugmaschinen, die Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizzen haben? Ja, sicher. Natürlich, das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizzen gab. Mark übergibt die Landebahnskizzen. Großartig! Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Und ich will an den Kristall, aber ich weiß nicht, wie ich da ankomme. So. Jetzt reden wir mal mit Heinz und gucken, wie viel Prozent uns das gebracht hat. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Städte. Rein wirtschaftlich besitzt die Stadt eine sehr schlechte Lage. Es ist notwendig, dass der Name der Stadt weithin bekannt wird. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 60%. Gut. Damit hätten wir das auch. Gut, wie viel Prozent es jetzt gab. Oder warte mal, reden wir nochmal. Ich bin doof, ich gehe nochmal zurück. Oh, ich habe wieder viel zu rendern. Ich nehme das schon wieder seit 2 Stunden auf. Hoi, hoi, hoi. Herr Bürgermeister, erzählt mir von den Flugmaschinen, die hierher kommen. Wenn dem so ist, wäre mein Problem gelöst. Ja, super. Damit haben wir das Filet auch gut hingekriegt jetzt. Und würde sagen, gehen jetzt einmal und hoffen, dass sich die Stadt weiterentwickelt, wenn ich jetzt einfach nur abhaue. Hier ist doch was, wir klettern einfach mal hoch, nur um ein bisschen zu zeigen. Den Bodenfels nach. Ich weiß nicht, ob es hier was gab. Ich habe es halt lange nicht mehr gespielt. Muss man gucken. Naja, nicht wirklich viel los, ne? Würde ich dazu sagen. So, aber wir kommen schneller runter als hoch. Das ist schon mal gut. Also hier ist nichts. So, hat er hier was getan? An der Goldküste hat sich noch nicht viel getan. Ja. Was machen wir dann jetzt hier? Muss ich mal kurz überlegen. Ja, hier waren wir schon. Ich würde mir ja wünschen, dass sich hier die Stadt Ahola weiterentwickelt. Aber naja. Ich weiß nicht, wann sie das tut. Was ist es?
Hier haben wir den Bergkristall her. Hat sich auch nicht wirklich was getan. Europa. Überlegen, überlegen, überlegen. Na komm. Ich würde sagen, da wir jetzt erstmal die Goldküste verseucht haben, gehen wir mal jetzt zu einem neuen Gebiet. Das ich euch sofort zeigen werde. Aber erstmal müssen wir hier einsteigen. Und wir zeigen jetzt erstmal, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit dem Flugzeug fliege. Jawohl, nach 15 Minuten umherfliegen, ja, mit dem Flugzeug. So, und wir müssen jetzt hier hin, Polynesien, nicht hier. Wir müssen hier wieder nach Europa zurück. Wenn ich es jetzt finde. So, ja, hier. Ich will nach unten, ne? Dann landen wir doch mal hier. Und hier ist unser nächstes Ziel, da unten. Aber wir werden noch vorher was anderes machen. Natürlich erstmal umgucken. Einmal Sträucher mal gucken, ob wir hier was finden. Naja, hier ist aber nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in das kalte Gebiet da oben. Ist hier noch was? Ich weiß es nicht. Aber hier gibt es noch was, das weiß ich auf jeden Fall. Wenn ich da ankomme. Ja, hier müsste es sein. Oben... Daran kann ich noch erinnern, oben ist nichts, also geht da gar nicht erst lang, sondern geht gleich hier lang. Es sieht zwar auch erstmal aus, als ob hier nichts ist, aber wenn wir uns die Steine aus dem Weg räumen, liegt hier eine einsame Truhe mit dem Aura-Stab. Es ist eine dieser legendären Waffen. Legendäre Waffen kommen immer in die Mitte, hier, und er kann verwandelt Stärke in Abwehr. Somit haben wir mehr Schutz. Super, nicht? Also, hier hat sich doch der Weg gelohnt, wenn ich nicht immer in den Abgrund stürzen würde. So. Das ist ein grüner Stab. Jetzt können wir ja mal in dieses Dorf gehen. Hier. Ist schon keine einladende Stimme. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Ja, den werden wir auch kennenlernen. Aber wir lernen erstmal hier. Er wird alle Qual verbannen. Selbst den Tod wird er bezwingen. Hier ist das Inn. Wir gehen hier einfach nur rein, um zu speichern, weil kostet 50 Taler, ist nicht gerade billig. Wir sind auch schon mit 8 Stunden 30 Minuten dabei hier. Gut. Das zeigt doch schon nur, dass in dieser Stadt nichts Gutes vor sich geht. Bei dieser Musik und überall den Beruga-Porträts an der Wand, wenn wir das sehen. Unheimlich. Und hier ist seine Frau. Ich fürchte den Tod nicht. Ich vertraue den Worten Berugas. Beruga kündigte eine Zeit an, in der der Tod keine Macht mehr hat. Ja. Beruga ist jetzt in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen. Ja, und die Erlösung werden wir alle sehen. Werden wir Teil der Erlösung. Willst du Berugas Segen? Bitte, gib dich in das Hinterzimmer. Ein Jünger wird dich unterweisen. Dann gehen wir mal rein. Und da müssen wir hin. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse.
Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Es ist schon eine Sekte. Wie wir jetzt sehen. Jetzt hauen wir aber hier wieder mal ab. Und reden mit weiteren Leuten. Um mehr über Beruga herauszufinden. Dies sind die weißen Jünger. Sie unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachen, um Beruga zu dienen. Wenn ich groß bin, möchte ich auch einer der weißen Jünger werden. Einfach nur krank. Ja, dann gehen wir doch mal diesen Beruga einen Besuch abstatten. Wir haben noch genügend Zeit. Das ist das Labor-Erdgeschoss von Beruga. Ja, hier geht noch nichts. Wir müssen gleich den Strom wieder herstellen. Das wird alles andere als einfach, sag ich hier gleich schon. So, hier ist der erste Generator. Arg betätigt den Schalter. Und so, jetzt haben wir den Strom hier wieder hergestellt. Und das ist so ein Level, was ich nicht so mag. Weil einfach dieses, es passt nicht mehr zu diesem schönen Ambiente, aber zur Story passt. Muss man dazu sagen, aber ich mag dieses Ambiente nicht mehr. Hier können wir durchkriechen. Müssen wir auch tun. Einfach alles hier. Dieses Labor ist sehr unübersichtlich, sage ich jetzt schon mal. Ihr seht hier schon, da kann man auch durchkriechen. Wie gesagt, sehr unübersichtlich, das Labor. Aber ich mag auch jetzt nicht dieses technische Zeug. Weil es passt irgendwie nicht zu diesem Ambiente. Aber naja. Ich mochte es mehr mit Monstern. Jetzt kämpfen wir gegen Robots. Und der macht jetzt einen Abgang. So. Die Musik ist aber schon cool gemacht. Haben sie richtig cool gewählt. Passt echt zur Stimmung hier. Aber trotzdem mag ich es nicht, weil hier werde ich jetzt sehr viel Zeit verbringen, weil ich weiß ehrlich nicht, wo was hier ist. Und es ist, viele Sachen sind schwer zu finden, finde ich. Arg erhält Seelenpanzer. Den konnten wir kaufen. Den haben wir nämlich für viel Geld gesehen in Leure, ich glaube, einer hat mir ganz schön in den Arsch getreten und gesagt, das heißt Loire. Also sage ich Loire jetzt dazu, nicht Leure. Wer tödliche Flüche ab? So. Also, dann ist es jetzt Loire und nicht mehr Leure, wie ich es ausgesprochen habe. Und dann sage ich es doch auch, den korrekten Namen dazu. Als Kind habe ich immer Leure gesagt, deswegen, weil, naja, als Kind gerade Grundschule und dann das hier am Zocken, dann freut man sich, wenn man überhaupt lesen kann. Aber dann hat sich das so eingeprägt, dass ich immer Leute gesagt habe. Also mehr eingedeutscht als jetzt normal, ne? So. So, die Roboter sind nervige Biester. Ich hasse die, weil die halten sau viel aus. Außerdem Arg. Stärke von Arg nimmt ab. So. Ja. Das ist nämlich hier wieder was Gemeines. Ich hoffe, ich habe was dagegen. Serum, Weihwasser, möchtest du das auswählen? Ja, das brauchst du jetzt nicht. Ja, das brauchst du jetzt nicht. Ja, verdammt, was brauche ich denn dafür? Ah, Stärke von Arc, ja, zurück. Okay. Unangenehme Zeitgenossen. Sind diese Roboter, finde ich. Aber umso höher der Level ist natürlich, umso einfacher werden sie. Aber erstmal den Level habe ich, glaube ich, bin eigentlich noch ein bisschen zu niedrig hierfür. War egal. Wir machen jetzt so 80 Schaden an dem.
So. Hier ist noch ein Schalter. Ach, betätigt den Schalter. So, jetzt haben wir alle Schalter, glaube ich, in dieser Etage betätigt. Können somit jetzt zurück. Verursacht schon irgendwie Gänsehaut. Und diese kalte Atmosphäre macht einen ganz schön duselig hier. Ich hoffe, dass ich jetzt hier auch gut überlebe, weil ich sag schon mal so viel. Der Boss in dieser Stage ist ein Arsch. Den mag ich überhaupt nicht. Und jetzt haben wir die ganze Elektronik wieder hergestellt. Somit auch den Fahrstuhl, den wir ganz am Anfang gesehen haben in diesem Labor. Aber jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück. Labor Erdgeschoss. Hier geht da wieder der Fahrstuhl. Ne, hier ging es nicht weit, habe ich jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall geht er jetzt. Wir können jetzt, glaube ich, ins Erdgeschoss noch tiefer runter. Und gucken, was uns da erwartet. Und die Effekte haben sie echt cool gemacht hier. Also echt cool gewählt, die Stimmung. Mir macht dieses Level aber schon wieder so ein bisschen Muffensausen, weil hier bin ich oft gestorben. Wenn man nicht aufpasst, dann stirbt man verdammt schnell hier. So. Weil hier die ganzen Maschinen gegen einen arbeiten. So, hier können wir durchkriechen wieder. Wie gesagt, wir müssen hier höllisch aufpassen und immer gucken. Weil diese Dinger sieht man nicht sofort, die, wo man durchkriechen kann. Hier sind jetzt solche Biomutanten, oder wie die heißen. Ich glaube, die heißen Biomutanten. Ja, verdammt. Zack, zack, weg mit dir. Oh, die geben gut Geld. Nachdem wir wieder so viel verbraten haben. Na komm, ich weiß nicht. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Aber hoffe ich doch mal, dass es was gebracht hat. Und jetzt hier können wir reinspringen. Um hier in den Raum zu kommen. Musste ich auch vorher nicht, muss man halt gucken. Ich habe das wirklich ohne Lösung gespielt, weil ich alles selbst herausfinden wollte, weil ich Spaß daran hatte. Und es sind, die Rätsel sind nicht einfach, muss man dazu sagen. Weil manchmal kriegt man nicht genügend Info und naja, dazu brauche ich glaube ich nichts mehr sagen. So, gehst du auf? Ja, er geht auf. Hier ist wieder ein Schalter für den Strom. Wir müssen nämlich wirklich das ganze Ding wieder unter Strom kriegen, dass wieder alles funktioniert. Ah, okay, dann kommen wir hier wieder raus, aber hier will ich noch nicht. So. Ich hätte ihn auch. Ah, und schon Level. Seht's. Sehr starke Gegner hier. Level 25 erreicht. Aber die Stärke steigt auch nicht mehr um 1 oder so. Gegenüber am Anfang. Ich find's aber genial, das Spiel. Ich find's nur schade, weil es ist halt schon. Sind so weit schon um dieses Let's Play. Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Aber das ist noch nicht das Ende. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Ich bin echt glücklich darüber. Aber. Naja. Jedes Let's Play hat irgendwann. So, da hat mich mein Virenprogramm gerade einfach mal auf den Bildschirm geschmissen. Er hat das erkundet und jetzt hat er es gefunden. So. Aber der Part ist sowieso hier vorbei, ich sag mal. An der Stelle erstmal beende ich den Part und dann erkunden wir Berugas Labor weiter. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal und haut rein, euer Morgion. Tschüss.